trotz aller Prophezeiungen meines Scheiterns habe ich die Herrscherin besiegt und die Erschaffung des Sandes der Zeit verhindert. Der Dahaka ist bezwungen und mit ihm das Schicksal selbst. Es wird Zeit, diesen Felsen hinter mir zu lassen. Nein. Nein, nein, nein! Sterben. Der Sand wurde nie erschaffen. Es kann keinen Dahaka geben. Und doch verfolgt er mich. Was war mein Fehler? Ich war mein eigener Totengräber. So endet es also. Was im Buch der Zeit steht, kann nicht geändert werden. Nun gut, dann komm her! In meinem Bestreben, den Sand der Zeit zu vernichten, war ich es, der ihn erschaffen hat. Wer diese Zeilen liest, soll vom Mut und Ruhm der Männer erfahren, die für den Maharaja kämpften und fielen. Wir suchten die Macht und die Stärke des Sandes. Unzählige fanden den Tod. Auch ich war darunter. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, in der Zeit zurückzureisen und mein Schicksal zu ändern. Diese Inschrift verkündet das Unmögliche. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, mein Schicksal zu ändern. Es gibt also noch Hoffnung. Du hattest deine Chance, mich zu kriegen. Eine weitere bekommst du nicht!